ein XXS-Glas und ein XXL-Glas. Ich habe sehr Angst, dass ich aus diesem Teil hier Gemüsesaft trinken muss. Oh nein! No! Das klingt nämlich so dickflüssig. Was ist das denn? Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmittel-Kanal. Leute, heute haben wir eine ganz besondere Challenge vor. Und zwar haben wir hier einen kleinen Becher bzw. ein Glas. Und hier ein riesengroßes Glas. Ja, ein XXS-Glas und ein XXL-Glas. Und da werden wir gleich Getränke draus trinken, die mehr oder weniger lecker sein können. Mhm. Wir haben unseren Kameramann Claudio 3.0 zum Einkaufen geschickt. Und hoffe jetzt einfach sehr, dass da nicht zu viele eklige Sachen dabei sind. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas Gemüsesaftiges dabei. Oh. Und ich habe sehr Angst, dass ich aus diesem Teil hier Gemüsesaft trinken muss. Boah, stell mal vor, so ein schöner Tomatensaft. Hier drunter sind unsere Lose. Die werden immer kurz vor der Runde gemischt. Und dann kann sich immer einer entscheiden, welche sie haben will. Schnick, schnack, schnuck. Okay, dann darf ich zuerst auswählen. Ich möchte das. Okay, wir gucken. Ich hab XXS! Ich hab XXS! Ich hoffe, jetzt ist es was Ekliges. Ich denke mal, zum Anfang kommt etwas ganz Gutes, Ekliges, um einen milden Einstieg zu haben. Ekelhaftes jetzt zum Anfang. Dann schauen wir mal, was jetzt als erstes kommt. Wir haben natürlich wieder die Augenbinden auf, damit wir gleich super überrascht sind. Was ist in deiner Vorstellung jetzt im Glas drin? So ein Sauerkrautsaft oder so. Oh. So was Ekliges einfach. Oh, oh nö. Also das wäre jetzt wirklich... Oh Gott. Wow. Obwohl, das klingt gar nicht so schlecht. Wonach machst du? Woran machst du das denn jetzt fest, Kathi? Ja, ich denke, so ein Tomatensaft ist so ein bisschen flüssiger. Und der wird so langsam reinfließen. Meinst du, das würde eher so klingen, als würde man... Ich finde, das klang wie ein durchsichtiges Getränk. Okay, dürfen wir gucken? Gut. Okay. Okay, also das Saft sieht gelb aus. Ich riech mal. Ja. Ich glaube, das ist so ein Pina Colada Saft oder so. So ein Pina Colada. Ja, also es riecht nach Ananas und Kokos. Ja, das ist... Na toll, warum kriegt Kathi denn jetzt das Leckeres in dem XXL-Becher? Das ist ja fürchterlich. So, ich habe hier so ein kleines... Allerdings ist das auch kein Getränk, wo ich normalerweise halt so ein komplettes XXL-Glas mit trinke. Mhm. So, ich kipp das jetzt hier auch einmal weg. Ja, also ich finde das nicht so lecker. Muss ich das jetzt wirklich komplett ausdrücken? Natürlich. Kippen das doch nicht weg. Wir können das natürlich auch alles, was nicht ausgetrunken wird, da drin sammeln und einfach draufkippen. Und dann wird das Getränk immer ekliger mit der Challenge. Aber ich glaube, das wollen wir beide nicht. Nein. Das wollen wir, glaube ich, beide nicht. Ja, ich kann doch jetzt nicht so einen Liter so einen Ananassaft trinken. Lass dir Zeit, Kathi. Wir machen kurz Päuschen. Kathi trinkt das eben aus. Jo, mache ich. Trinken, trinken, trinken. Trinken, junge Frau. Jawohl, immer ruhig damit. Jawohl. Es geht doch. Wir sehen doch, dass es geht. Funktioniert doch alles. Dauert nur alles ein bisschen. Wie lange haben wir jetzt hier gewartet? Bestimmt 5 Minuten, ne? Schon, ja, ne? Ja, bestimmt. Guck mal, aber es war doch immer ein bisschen lecker. Es war lecker, aber ich habe jetzt eine richtige Kugel als Bauch. Die voll ist mit Saft. Voll mit Saft. Gut, wir waschen jetzt einmal die Behälter aus und dann sind wir gleich wieder da. Okay, die Vasen und Gläser sind ausgewaschen. Vase, du meinst wohl XXL-Glas. XXL-Glas war. Das ist keine Vase, dann ja. Das ist keine Vase. Und jetzt wählen wir erstmal unseren Becher. Du darfst jetzt als erstes. Okay, dann nehme ich den dann. Schauen wir mal, bitte. Oh nein. Oh nein. No. Okay, Augenbinden und los. Aber es ist schon ganz gut, dass es abwechselnd ist, weil stell mal vor, ich müsste jetzt auch noch direkt noch einen Liter hinterher trinken. Ja, es wäre mir jetzt lieber, als wenn ich jetzt Liter trinken müsste. Ja, für mich jetzt angenehmer, wenn ich dir jetzt dabei zugucken würde, als wenn ich... Ich bin mir auch sicher, jetzt wird hier irgendwas Ekliges reingekippt. Ich weiß das doch. Ich lausche mal wieder. Ich habe es ja eben ganz gut rausgehört. Das klingt nämlich so dickflüssig. Das riecht so herzhaft würzig irgendwie. Was ist das denn? Oh, das klingt, das riecht einfach wie Salz aus. Okay. Oh, okay. Oh nee. Was ist das? Oh nee. Oh, das riecht lecker. Das
aber das riecht einfach. Ja, aber riech mal. Jetzt stell mal vor, du hättest noch so ein paar Tortilla-Chips, die du ich da hast. Ich hab aber keine Tortilla-Chips. Ich hab ein XXL-Glas damit. Ich auch. Ja. Ich probier einfach mal. Oh, interessanter Geschmack. Oh, scharf ist das auch noch. Oh, oh, pikant. Oh Gott. Aber ich muss sagen, es schmeckt nicht schlecht. Du hast übrigens auch noch ein weißes Shirt an. Oh, ich stelle mir gerade mal vor, wie du so wie das alles überschüttest. Ich kann das nicht. Denk einfach an Dip für. Oder vielleicht eine schöne Tomatensoße von. Na, trink das nicht so gefährlich, dann verlierst du das und dann fällt dir das auf deine Klamotten. Ich hab's nicht. Ich kann das nicht, danke. Dieser Geschmack ist super. Findest du es nicht, dass es so herrlich schmeckt? Und hast du dir nicht vorgestellt, dass es Tortilla-Chips sind? Oh, das ist ja echt eklig. Du kriegst dich auch schon nicht mehr ein. Das ist auch echt so. Aber man muss dazu sagen, es war nicht ganz so viel wie vorhin. Also ich glaube, das war eine etwas kleinere Flasche. Ich würde tippen auf 0,75. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Das ist immer der schlimmste Tag meines Lebens. Oh Gott. Aber vom Geschmack an sich schmeckt es ja gut. Es ne? schmeckt gut, aber es ist einfach, es fühlt sich extrem falsch an. Und alles in mir wehrt sich richtig dagegen, das weiter zu trinken. Aber es ist die Challenge, Leute. Ich tue alles für die Challenge. Okay, ich trinke das jetzt mal aus. Wir haben dir auch nicht die ganze Zeit dabei zugeguckt, wie du das ausgetrunken hast. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also wir haben jetzt leider den letzten Schluck nicht mehr mitgefilmt. Aber es war furchtbar. Es war ganz schlimm. Und ich bin nicht bereit für die nächste Runde. Wenn ich jetzt wieder XXL ziehe, weine ich, glaube ich. Ich nehme den. Von den XXS. Oh nee. Ah! Nein! Oh. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich packe. Wie viele Runden kommen denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Also ich werde nicht nochmal. Also das mit dem Ananassaft, das war schon. Also mein. Party. Ja, aber von der Menge! Ach so. Ich meine, das war von der Menge schon so viel. Ich kann nicht mehr zwei weitere Liter trinken. Okay, ich bin ja gar nicht traurig. Nein, du bist nicht traurig. Du bist glücklich. Ich bin glücklich, weil ich ein Mini-Gläschen habe. Aber wenn, vielleicht ist es was ganz, ganz Leckeres. Wovon würdest du gerne so einen ganzen Blumentopf voll trinken? Capital Bra Wassermelone und ich finde, das klingt Capri-Sonne. Das klingt sehr und Wasser und Tee natürlich. Sehr flüssig klingt also das. Tee? Das klingt nicht so dickflüssig. Ja, also Tee würde ich locker flockig so ein ganzes Ding austrinken. Ja? Ja. Das sieht ja mal nicht aus. So schlecht aus. Das sieht aus wie eine Frucht. Also, eine Fruchtschorle oder so. Könnt ihr raten, was es ist? Also ich, weißt du, das, ich finde, das riecht wie dieser Eistee von Shirin David. Dirty? Mhm. Wie dieser Zuckerwatten-Dirty. Ja. Könnte okay. sein, ne? Na, dann werden wir mal loslegen, wa? Ich habe ja hier noch einiges vor mir. Was ist das? Ist es lecker? Nee. Also es ist okay, es schmeckt halt so nach es Eistee. Ist aber relativ leicht irgendwie. Im ja. Also es geht leicht runter. Ich habe schon ein Viertel meines Glases. Ja, also ich würde es mir normalerweise, wenn ich es so trinken würde, würde ich es verdünnen, dann würde ich es trinken, aber es ist jetzt nicht ganz mein Geschmack. Schmeckt so sehr, sehr süß. Ja, könnte auch so eine Candy-Richtung irgendwie sein oder so ein Kaugummi oder so, ne? Mhm. Aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also, es ist vor allem ja für dich jetzt nach diesem Scharfen auch mal also so ein ganz guter Kontrast, ne? Ja, ich glaube, alles wäre jetzt ein guter Kontrast gewesen dazu. Also alles wäre dazu ein guter Kontrast. Ein flüssiger Snack steht auch drauf. Du brauchst auch nichts mehr. Das ist auch so gedacht, dass man das so trinkt. Ich weiß nicht, Leute, kennt ihr das und trinkt ihr das so freiwillig? Aus so einem XXL-Becher, so eine ganze Flasche oder eure Eltern oder so? Oder haben eure Eltern so Getränke, die sie trinken, was ihr so voll eklig findet?
Kaffee zum Beispiel. Ich weiß nicht, irgendwas, was eure Eltern trinken oder was ihr trinkt, das andere überhaupt nicht nachvollziehen könnt. Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich auch interessieren. Ja. Vielleicht für eine zweite Runde von dieser genialen Challenge hier heute. So, trinken wir hier mal aus und wir sehen uns gleich wieder. Okay, es ist alles ausgewaschen. Ich finde, die letzte Runde war in Ordnung. Die war okay. Dann schauen wir mal, wie die nächste Runde aussieht. Ich möchte diesmal. Nee, du hast. Achso, ich darf wählen, ne? Ja, du darfst. Aber du willst sehen, dann nehme ich den. Das ist freundlich von dir. XXL. Oh, wäre ich doch nicht nett gewesen. Oh Mann. Danke, danke, danke. Ich lausche wieder. Oh nee, das klingt ganz eklig. Das klingt nicht gut. Es klingt wie. Es klingt ein bisschen dicker. Na, obwohl, nee. Ich rieche schon was. Also ich glaube, das ist ein Gemüsesaft. Das ist ein Gemüsesaft. Den rieche ich auch. Okay, wollen wir gucken? Mhm. Ja, das ist rote Beete-Saft. Das hat eine schöne Farbe. Ganz. Warum hast du nur so eine halbe Portion? Weil ich einen XXS-Becher habe. Das kann ich nicht trinken. Das geht nicht. Das. Kathi, du schaffst das. Ich mag rote Beete ehrlich gesagt nicht so sonderlich. Ich mag rote Beete, aber den Saft mag ich nicht. Okay. Also, ja. Das schmeckt merkwürdig. Das schmeckt merkwürdig. Okay, ich kipp das jetzt hier mal in einem Zug gleich weg. Ja, jetzt kommt die rote Beete durch. Jetzt hast du mich aber fast durch. Ich kann das nur nicht riechen, das ist das Problem. Ich bin auch ganz furchtbar. Bäh. Bäh. Wenn ich das rieche. Ich kann das total. Ich mag rote Beete halt gar nicht gerne. Das ist ganz schlecht, weil das ist nicht nur rote Beete, was da drin ist, da ist auch noch Ingwer drin. Boah! Es tut mir so leid, Kathi. Oh, das ist ein ganz harter Tag. Oh, ich bin immer. Ich hole so Luft und dann kommt auf einmal wieder der Geruch. Also keine Luft holen. Ein ganz schwerer Tag für uns heute hier. Ich glaube, wenn ich es nicht riechen müsste, würde es gehen. Echt? Also ich fand den Geschmack schon sehr eklig. Also mich hat es gerade schon fast gehoben und ich esse eigentlich gerne rote Beete. Boah, aber guckt euch mal an, wie tapfer Kathi einfach ist, ne? Wie tapfer ist sie bitte einfach, dass sie das wirklich trinkt. Oh mein Gott. Okay. Ja, ich bin auch wieder, das war jetzt ungefähr wahrscheinlich 20 Minuten, ja, die ich gebraucht habe, um das leer das zu trinken. Aber ich habe das Gefühl jetzt, ich habe viel Gemüse gegessen und ich habe jetzt ganz viel Energie für die allerletzte Runde. Stimmt wohl, es reicht dann auch wirklich. Also ich glaube, unser Bauch gluckert. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es ist die ganze Zeit so am gluckern und ja, das macht so Geruch. Okay, bin ich dran mit Auswählen? Ja, genau, weil ich eben ja, mich so entschieden habe, wie. Yay! Ich hab XXS! Oh, ich hab hier XXL nochmal. Soll ich das finale, schaffen? Letzte Runde. Soll ich bin das mir schaffen? Sicher, da kommt jetzt was ganz Hartes. Ich habe Kokos-Ananas bestimmt einen Liter getrunken und dieses rote Beete irgendwas. Das ja, war bestimmt. Kein, also, das Tag war vielleicht kein ganzer Liter, aber das waren bestimmt. Ach, weiß ich nicht. Kommt jetzt ja, auf gesunder Tag, Kathi. Es wird doch nicht besser. Uiuiui, das ist klang gar nicht laut. Gar nicht laut. Das war so dickflüssig, glaube ich. Oh nein. Heißt das etwa, jetzt kriege ich noch mal einen Gemüsesaft? Castaways. We are castaways. Ui. Das ging aber schnell. Was war das denn? Interessant. Okay. 3, 2, 1. Das war nicht das Gleiche. Oh nee! Und oh nee! Da wollte mich noch mal jemand leiden sehen. Ich pack's gerade nicht. Das ist auf jeden Fall ein Eistee oder so. Darf ich mal riechen? Ja. Das ist Capri-Sonne. Meinst du? Das ist Capri. Safe ist das. Ich probier mal. Ist das Capri-Sonne? Warum hab ich dann hier was? Es ist Capri-Sonne! Es ist Capri-Sonne! Was ist das denn? Ist das nochmal das Gleiche? Nee, das ist Gemüsesaft. Oh, mit allem wahrscheinlich Ekligen, was ich gerade überhaupt nicht trinken möchte. Wollen wir tauschen? Nein. Ich nehme gerne XXL.
Oh Gott, okay, also jetzt gibt's hier... Die XXL Kaffeesonne habe ich mir immer schon gewünscht, die sind immer so klein. Mhm, ja, ja, jetzt gibt's hier einen schönen Gemüsesaft für mich, meine lieben Freunde. Hier wollte noch mal jemand unbedingt sehen, wie ich leide. Okay. Oh Gott. Okay. Geh bitte danach auch von meiner XXL Capri-Sonne ab. Oh nein, wie du dich konzentrieren musst, du Arme. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe das mit roter Beete erlebt. Ist das eklig. Ich mag ja gerne Gemüse und so, aber das war echt eklig. Oh nein, Danja muss weinen. Oh nein, Danja muss weinen. Oh Mann, das ist gerade unerwartet eklig. Noch ekliger als alles andere bisher? Das war ekliger als der rote Beete. Das war auch ekliger als dieses Sangrita-Ding. Also, wenn das Leuten schmeckt, dann finde ich das total krass und ich habe riesen Respekt vor euch und ich wäre gerne ihr. Wirklich? Ja. Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das trinkt, aber ich wäre nicht gerne so eine Person. Na doch, ist doch voll gesund. Ich wäre gerne so jemand, der das einfach so trinkt und sich denkt, ja, boah, voll gesund, richtig lecker, schmeckt mir voll gut, aber ich bin leider so die Person, die sich denkt, ich esse gerne Gemüse, aber eben nicht als Saft. Ja, ich liebe alles an Gemüse, aber Saft geht einfach, dass ich kann das nicht. Nach heute kann ich es sowieso überhaupt nicht mehr. Also es war eine sehr harte Challenge, muss ich sagen. Es war ja, ich habe auch noch nicht ganz ausgetrunken, aber ich glaube, das ist ja mein Gewinn, die Capri-Sonne, ja. Die XXL Capri-Sonne. Ja, ich glaube, die kann es jetzt noch schön austrinken. Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat, uns beim Leiden zuzusehen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr hoffentlich auch keins unserer Videos mehr und ihr verpasst es auch nicht. Und denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, welche Getränke irgendwie eure Eltern oder so trinken, die ihr nicht so toll findet. Ja, lasst uns das gerne wissen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hier, kommt noch mal zurück. Also, wenn ihr noch weitere Videos von uns sehen wollt, hier über Danja findet ihr noch eine sehr, sehr coole Challenge von uns. Mhm. Und hier über Kathi haben wir als Omas auf 5 Arten von Omas reagiert. Das war auch ziemlich witzig. Schaut da gerne mal vorbei, Leute. Tschüss! Bis dann!